Baku hat, by the way, ein Video hochgeladen. Made My Day ist einfach lost. Ich habe gesagt, ich gucke es mir an und ich möchte natürlich auch Feedback da lassen, wie ich das Video finde, so an sich. Weil er hat gesagt, er ist da viel zufriedener mit dem Video als das, was er zu CEO gemacht hat. Ich bin gespannt und ob er auch ein bisschen aus sich rausgekommen ist. Was geht? Made My Day. Einst ein Stern am Himmel YouTube Deutschlands, aber mittlerweile abgestürzt wie eine Sternschnuppe. Wenn wir uns die Zahlen auf Social... Ey, wirklich, ich habe auch von Made My Day gar nichts mehr gehört. Ne? Die waren ja eine Zeit lang auch... Die hatten immer durchschnittlich über 20 Millionen Klicks im Monat. Guckt euch das jetzt mal an. Wie viel sind das hier? 3? 4? Nicht viel auf jeden Fall. Oder wenn überhaupt. Nicht mal. Social Blade angucken, dann ist das eigentlich richtig traurig, was mit diesem Kanal überhaupt so passiert ist. Von einem soliden 20 Millionen Views im Monat sind sie abgestürzt. Ey, wirklich, ohne Scheiß. Ich habe das Video noch nicht gesehen. Er sagt selber, ich weiß noch. 1,5 Millionen Views im Monat. An sich sind 1,5 Millionen Views schon viel. Und ich würde wahrscheinlich Freudensprünge machen, wenn ich diese Zahlen mal erreiche. Nur? Allerdings bekommen die Zahlen einen fahlen Beigeschmack, wenn man bedenkt, dass Made My Day 2,45 Millionen Abonnenten hat. Aktuell macht dieser Kanal nämlich im Schnitt nur noch zwischen 7.000 und 50.000 Aufrufe. Wenn man diese Zahlen mal mit den Abozahlen vergleicht, ist vom einzigen Erfolg gefühlt gar nichts mehr übrig geblieben. Jetzt fragen sich bestimmt einige von euch, wie ich überhaupt auf Made My Day gekommen bin. Passend zum kometenhaften Absturz des Kanals hat Made My Day vor rund einem Monat einige Videos über den Weltraum hochgeladen, die mich persönlich eigentlich immer interessieren und bei denen ich einige Male komplett auf die Stirn hauen musste. Der nächste Killer-Asteroid kommt. Also, ey, Leute, was ist denn los mit Made My Day? Aber bin ich im falschen Film oder so? Ich bin ganz schön nach angezoomt, Leute. Also, bin ich hier gerade im falschen Film? 69% nur positive Bewertungen oder Like-Dislike-Verhältnis? Das ist ja absolut insane. Boah, krass, Digga. Kappa. Wer den Titel liest, denkt sich, 2020 wird das Ende der Menschheit. Nachdem alle am Anfang des Jahres mit dem Dritten Weltkrieg wegen dem Mord am iranischen General gerechnet haben, wurden wir alle vom Corona überwältigt, von Bill Gates in die Cloud geladen und nun kommt der vierte apokalyptische Reiter. Ein Killer-Asteroid. In dem Video werden 5 bekannte Asteroiden vorgestellt, die für die Menschheit potenziell tödlich enden könnten. Der erste der... Das kannst du immer behaupten. Kannst du immer sagen, da kommt irgendwas vom Himmel geflogen oder die Aliens, die werden uns hier... übernehmen oder keine Ahnung. Das ist immer so lost, einfach irgendwas zu behaupten. Ja, aber wie gesagt, also solchen Kanälen vertraue ich dann halt auch einfach nicht. Vorgestellt wird, ist der Asteroid SU3 und Made My Day sagt über diesen Folgendes. 2019 SU3. Dieser Asteroid wurde von der Europäischen Weltraumorganisation entdeckt und ist derzeit einer der gefährlichsten Asteroiden auf deren Watchlist. Wow, krass, Mann. Der gefährlichste auf der Watchlist? Aber schauen wir doch mal nach. Auf der Seite der Europäischen Weltraumorganisation, kurz ESA, existiert eine Risikoliste, bei denen alle entdeckten Asteroiden dargestellt werden, die eine Non-Zero Impact Probability haben. Das. Junge, what the fuck, Alter? Ey, Baku? Du bist Meister deines Fachs, oder? Was machst du? Machst du hier beruflich irgendwas mit Astronautenzeug? Und mit Weltraumzeug? Das ist ja echt krass. Der Property. Ja, yeah, Mann, willst du das irgendeine Property? Alter. Alle entdeckten Asteroiden dargestellt. Aber merkt du hast dich echt mit dem Thema hier gerade auseinandergesetzt. Das fühle ich auf jeden Fall jetzt schon, auch von der Betonung her, deutlich, deutlich geil auf jeden Fall. ...gestellt werden, die eine Non-Zero-Impact-Probability haben. Das heißt, die Flugbahn der Himmelskörper schneiden in ihrer Flugbahn die der Erde und es besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit eines Zusammenstoßes. Dort wird nämlich neben der Größe und der Geschwindigkeit dieser Himmelskörper unter anderem ein Datum angegeben, an dem sich die Erde und der Asteroid kreuzen und wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass es zum Zusammenstoß kommen kann. Ihr müsst euch das mal vorstellen, ne? Baku hat gerade eben übel lange am Stück das gesagt. Also bei mir, also ich finde, ich kann mir einiges auch merken und das aufsagen. Und ich versuche das auch immer. Aber irgendwas mit Probability. Und dann hat er danach noch einen Satz rausgehauen. Den hätte ich mir niemals so lange merken können, wie er das dort aufgesagt hat. Alter, Respekt dafür, wirklich. Respekt. So, habe ich gar keine Ahnung. Aber da merkst du einfach, der ist in der Thematik komplett drin. Das fühlt sich halt das Jahrtausend. 3 wurde im September entdeckt. Einige US-Sender haben daraus direkt ein Weltuntergangsszenario gemacht, weil dieser nach ersten Erkenntnissen 2084 mit der Erde kollidieren sollte. Nachdem die Forscher allerdings mehr Erkenntnisse über die Flugbahn sammeln konnten, war relativ schnell klar, dass dieser Himmelskörper die Erde deutlich verfehlen wird. Somit wurde dieser im November von der Risikoliste gestrichen. Boah, richtig Glück gehabt, würde ich sagen. Allerdings sagt Make My Day dazu auch noch Folgendes. Da der Asteroid aber nur etwa 14 Meter Durchmesser hat, ist er nicht ganz so gefährlich. Da kannst du wie war das noch? Die gefährlichsten Asteroiden für die Menschheit? Ah ja, also sowas nennt man also Recherche heutzutage.
Aber meine lieben Freunde, es wird noch besser, denn Make My Day hat noch einen Asteroiden auf Lager, der es wirklich in sich hat. 2018 VP1 und über diesen alles vernichtenden Einschlag wird Folgendes gesagt. 2018 VP1. Dieser Asteroid ist nur ein paar Meter breit und hat eine 0,4%ige Chance, am 2. November 2020 die Erde zu treffen. Aufgrund der geringen Größe sind aber selbst dann keine großen Schäden zu erwarten. Direkt darunter sollte man sich aber beim Einschlag trotzdem nicht aufhalten. Boah, Digga, ey. Was hat dieser Kieselstein denn mit eurem Titel zu tun? VP1 ist weder groß, noch fliegt er mit seinen 14 km pro Sekunde besonders schnell im Vergleich zu anderen, wie zum Beispiel FF5, denn der fliegt... Das Ding ist halt, selbst wenn der einschlägt und irgendwo trifft, also wenn wir jetzt von großen Einschlägen ausgehen, dann betrifft das eine ganze Region. Dann ist das riesig. Für die Leute, die es, ich glaube, das war doch damals in Russland, als dieser Einschlag war von irgendeinem Meteorit oder Asteroid, ich habe keine Ahnung, was ist, irgendein Unterschied gibt es da. Da ist auch irgendwas eingeschlagen und da sind die Fenster kaputt gegangen, da gab es auch so Aufnahmen. So, das ist für mich schon mal immerhin Einschlag. Aber das, was von dem ist, das ist ja nicht mal ansatzweise wahrscheinlich das. Mit 41 Kilometer pro Sekunde und soll aller Voraussicht nach 2060 der Erde so nah kommen wie noch nie. Und dieser hat wohlgemerkt einen Durchmesser von 80 Meter. Kommt ihr euch bei dieser Art der Recherche nicht selber komisch vor? Alter, 80 Meter im Durchmesser, müsst ihr euch mal vorstellen. 80 Meter. Ich meine, warum sagt ihr in eurer Auflistung, dass ihr Asteroiden vorstellt, die potenziell tödlich für die Menschheit sein könnten, wenn die Hälfte eurer Liste einfach ein kompletter Witz ist? Man merkt richtig, wie einfach willkürlich irgendetwas erzählt wird, ohne sich auch nur mal mehr als 5 Minuten mit diesem Thema zu beschäftigen. Selbst der Meteorit, der 2013 in Russland eingeschlagen ist, hatte eine ungefähre Größe von 20 Metern und hat zum Glück keine Stadt getroffen. Ey, ich schwöre, ich habe das Video wirklich noch nicht gesehen. Ich habe das wirklich noch nicht gesehen, aber ich kenne nur dieses eine. Ich kenne nur das eine Video, als da irgendwas kaputt gegangen ist. Durch die Druckwelle, die dabei entstanden ist, sind nur an die 1000 Menschen verletzt worden, was auch schon schlimm ist, keine Frage. Aber dann einen 2 Meter breiten Asteroiden als eine Gefahr für die Menschheit darzustellen, ist wirklich schon ein Witz. Nur mal so zum Vergleich, der Meteorit, der vermutlich für das Aussterben der Dinosaurier verantwortlich war, hatte Annahmen zufolge einen Durchmesser von satten 10 Kilometern. 10 Kilometer verglichen mit 2 Metern. Das checke ich einfach nicht. Der einzige Asteroid, der in diesem Video für die Menschheit gefährlich werden kann, ist korrekterweise 1950 DA, der mit einer Größe von 2 Kilometern dann doch etwas heftig ist. Allerdings kreuzt dieser die Flugbahn der Erde im Jahr 2880 und ehrlich gesagt, da sind wir alle tot, also alles easy. Bis dahin hat uns Bill Gates sowieso in die Cloud geladen und wir brauchen die Erde sowieso nicht mehr. Wundert sich irgendjemand beim... Aber ich habe Angst, wenn der wirklich 2880 einschlägt, da habe ich dann wirklich extreme Angst. Dass mir dann doch was passieren könnte, das ist immer ganz schwierig. Made My Day, warum der Kanal nur noch Derbos macht? Sinnbildlich für den rasanten Absturz ist auch das letzte Video, welches auf dem Kanal hochgeladen worden ist. Micro-Expressions und was sie uns über die wahren Gedanken einer Person verraten. Wie man trotzdem erkennt, was der Gegenüber wirklich denkt, erfahrt ihr jetzt. Okay, das klingt schon mal geil. Also kann man nach dem Video Lügner scheinbar direkt entlarven. Aber naja, was soll ich sagen? Das Video geht knappe 4 Minuten und alles, was man in diesem Video erfährt, ist, dass es scheinbar Anzeichen gibt, die darauf deuten können, dass jemand lügt. Ach nee, echt? Das hätte ich jetzt echt wirklich gar nicht erwartet. Und wie erkennt man diese Anzeichen? Na, dafür gibt es einen Kurs, bei dem der Erfolg jedoch etwas fraglich ist. Das war's. Also keine Ahnung, wer denkt sich sowas aus? Schön Clickbait und dann wirklich null Inhalt. Einfach gar nichts. Aber da, ich muss sagen, das war bei Made My Day halt, so traurig das auch klingt, schon immer. Ich glaube, es war wirklich schon immer. Ja. Zeit ist einfach vergeudet, die kriegst du nie wieder. Allerdings ist das noch nicht der Gipfel des Cringe-Berges, denn die beste Folge, die in letzter Zeit hochgeladen worden ist, ist So kriegst du jeden in WhatsApp rum. Und dazu es hat einfach 43% Like-Dislike-Rate. Das heißt, mehr Dislikes als Likes. Warte ganz kurz, von wann? Vor einem Monat. 22.000 Aufrufe, es hat so viele Dislikes. Jeden in WhatsApp rum. Und dazu haben sich die Macher des Videos 5 richtig geile Dinge überlegt, die das Eis brechen sollen und wirklich jeden rumkriegen. Firegon hätte das, glaube ich, doch gebrauchen können. Wenn dein Leben ein Film wäre, oh, wie würde er heißen? Lost in Paradise. Oder noch eine poetische Frage. Ich feiere das Video. Was machst du am liebsten beim Netflix schauen? Wenn die Antwort Netflix und Chill zurückkommt,
ist die Sache eh geritzt. Oder folgendes wird wirklich jede Frau oder jeden Mann verführen. Wahrheit oder Pflicht? Diese Frage wird bestimmt beantwortet. Denn los. Jeder will schließlich wissen, welche Frage man beantworten oder welche Tat er vollbringen muss. Und schon rollt das Gespräch. Ja, als nächstes kommt ein Kompliment machen und zu guter Letzt... Kommen wir zu Nummer 1. Ein GIF schicken. Junge, nach diesem Video gönne ich euch von Make My Day den Absturz eures Kanals, ehrlich. Wer denkt sich so einen Cringe aus und wer denkt sich bei diesen Fragen, oh ja, geil. Das ist ja fast wie Sascha Stork, nur dass Sascha Stork halt wirklich absolute Ahnung hat. Da habe ich bestimmt Erfolg. Digga, wegen euch werden zehntausende Kerle richtig schön gekorbt und nur weil sie eure Tipps befolgen, werden sie einfach für immer Jungfrau bleiben. Und ehrlich gesagt, was ist das für ein peinliches Thumbnail? Wieso schreibst du mich an? Ich würde dich jetzt am liebsten... Oh, komm her, du. Das ist geil. Bin auf dem Weg. Also wirklich in... Alter, ey, wirklich, Baku, du hast dich echt mit dem Video tatsächlich wirklich selbst übertroffen. Ey, ich hätte nicht gedacht, dass es wirklich so unterhaltsam ist. Wirklich, Made My Day fand ich... Ich fand es schon immer ein relativ komisches oder weirdes Thema, weil die immer mega langweilig sind. Aber ich finde, das Video, was du draus gemacht hast, finde ich, ist einer deiner stärksten Videos. Also vom Unterhaltungsfaktor ist es vielleicht sogar dein stärkstes Video. Real Talk. Gefällt mir richtig. Also wenn du es weiterhin so machst... Das macht ja auch vom Karten her macht es dann auch mehr Spaß, wenn so ein bisschen mehr Unterhaltung mit drin ist. Fühle ich. In welcher Galaxis entwickelt sich bei solchen Fragen ein vernünftiges Gespräch? Ja, es kann vielleicht passieren. Aber das Einzige, was bei mir höchstens überhaupt mal ein Gespräch zustande gebracht hat, war ein ganz simples Hey. Das mag auch vielleicht daran liegen, dass ich früher einfach noch hässlicher war als jetzt schon. Aber egal, mit wem ich mich überhaupt so mache. Alter, Marco, was ist denn mit dir los? Er ist ja jetzt gerade komplett auf Comedy-Basis, der Junge. Höchstens überhaupt mal ein Gespräch zustande gebracht hat, war ein ganz simples Hey. Das mag auch vielleicht daran liegen, dass ich früher einfach noch hässlicher war als jetzt schon. Aber egal, mit wem ich mich überhaupt so was ausgetauscht habe, wir hatten einfach dieselben Erfahrungen. Ja, und jetzt hat er einfach zwei Kinder, ne? Ist auch so wild. Ja, und dann stellen die sich einfach hin und sagen Folgendes. Du willst schon mit den ersten Worten lustig, kreativ und verführerisch wirken. Das ist nicht der Baku, den ich kenne, Leute. Ich glaube, das ist ja nicht der Baku, den ich kenne. Doch alles, was dir einfällt, ist Hey. Eine Antwort kriegst du aber nicht. Kein Wunder, denn ein simples Hey ist wohl die schlimmste Art, jemanden anzuschreiben. Yo, an alle Boys und Girls da draußen, die da... Diese scheiß Sonnenstrahlen, wirklich. Womit habe ich das verdient? Womit habe ich das verdient? Das ist Augenkrebs, mich kotzt das an. Was habe ich gemacht, dass die Sonnenstrahlen mir in die Fresse scheinen? Darüber nachdenken, ihm einen Crush zu schreiben. Seid nicht cringe. Stellt nicht solche Fragen. Stellt euch vor, es könnte der Vater oder die Mutter eures späteren Kindes sein und ihr vermasselt alles, nur weil ihr gefragt habt. Und was machst du so beim Netflix gucken? Ja, Digga, ich kaue mir die Eier und esse Popcorn. Falls euer Nacken vom Kopfschütteln immer noch nicht komplett ermüdet ist, könnt ihr auch hier auf diese Infokarte klicken. JF hat vor einiger Zeit ebenfalls ein Video über Make My Days Video gemacht, wo die einfach nur Scheiße über die tödlichsten Killerviren berichten. Und hat dieses Video komplett über den Jordan geschickt. Aber was haltet ihr von Made My Days Entwicklung und seid ihr auch der Meinung, dass nach dem Wechsel des Kanalinhabers einfach wirklich alles komplett den Bach runtergeht, Digga? Dazu kann man eigentlich wirklich gar nichts mehr sagen. Es ist einfach nur noch Schrott und ich habe jetzt auch keinen Bock mehr auf dieses Video. Ciao, Leute. Ah, ist sehr geiles Video. Ich muss sagen, das ist wirklich das unterhaltsamste Video von Baku gewesen. Habe ich zu 100% gefühlt, wirklich. Also Baku, mach einfach weiter so. Ich glaube, mit solchen Arten von Videos wirst du echt krass schnell, krass viel Erfolg haben.